Hallo, ganz kurz zur Lichtbrechung. Wir stellen uns jetzt Licht wirklich nur als Modell wie ein Auto vor, das auf diese optisch dichtere Wand zukommt. Und dieses optisch dichtere Medium insgesamt, das wir dann haben, das stellen wir uns für das Auto vor wie Schlamm. Das funktioniert auch ganz gut von der Vorstellung, weil optisch dichter heißt ja, dass das Licht nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit, sondern langsamer durch das Medium fliegen kann. So, wenn also das Licht hier geradlinig auf diese Grenze zukommt, ist es so, dass in unserer Vorstellung, also im Modell, zuerst dieser Reifen hier in das optisch dichtere Medium kommt. Das bedeutet, der aus Fahrtsicht rechte Reifen ist zuerst im Schlamm. Der andere Reifen ist noch außerhalb, also kann der andere Reifen noch mit derselben Geschwindigkeit weiterfahren, während der rechte Reifen hier schon langsamer fahren kann, nur weil er schon im Schlamm steckt. Dies bedeutet, in diesem Moment können wir uns vorstellen, dass dieser Reifen sich also weiter bewegt in der kurzen Zeit, als sich dieser Reifen bewegen kann, weil der ja durch den Matsch fährt. Also würde auch unser Wagen hier einen aus Fahrtsicht leichten Drall nach rechts bekommen und ja, geknickt weiterfahren. Also etwa so. Genau. Das ist eine gute Modellvorstellung. Natürlich ist Licht kein Auto, aber um sich den Grenzübergang vorzustellen, glaube ich, klappt das ganz gut.